Tom Pockel, willkommen zurück beim HCB Südtirol. Nach einem Jahr in Wien bei den Capitals kehrst du jetzt in eine alte Wirkungsstätte zurück. Wie ist dein Gefühl? Es ist ein gutes Gefühl. Man ist eine hervorragende Stadt, hervorragende Freien, auch tolle Fans. Und es ist ein gutes Gefühl, wieder nach Hause zu kehren. Und für mich und auch für unsere Familie ist ist Bozen und HCB wie unsere zweite Heimat. Nachdem du auch vor 2 Jahren mit Bozen nicht wirklich viel Zeit gehabt hast, in die Vorbereitung zu gehen, auch die Spieler sehr spät verpflichtet hast, die gleiche Situation gibt sich heuer wieder. Wie geht dir an die Vorbereitung für die EBL? Well, sehr intensiv natürlich. Aber wir sind daran gewöhnt. Ich bin auch daran gewöhnt. Ich war 5 Jahre in Italien tätig und das ist auch nicht unbedingt viel anders. In einem späten Start bei den anderen Vereinen in der Serie A. Aber natürlich im Hintergrund die ganze Sommer, man hat ein Auge und schaut auf gewisse Spieler. Leider ist die Liste, was ich im Juli gehabt habe, etwas kleiner geworden. Aber jetzt, dass es offiziell ist und 100%ig bestätigt ist mit Bozen, kommen sehr viele Angebote von Spieleragenten und Spieler, die möchten ihren europäischen Karriere fortsetzen in Bozen oder sie wollen eine neue Karriere in Europa starten und Bozen nutzen als ein Sprungbrett. Jetzt kennst du, wie du schon gesagt hast, die Gegebenheiten in Bozen. Du kennst auch einige Spieler, die vor 2 Jahren schon bei dir in der Meistermannschaft waren. In welchen Punkten genau wollt ihr euch verstärken? Ich glaube, ein Punkt dürfen wir nicht vergessen, dass ein großer Anteil der Mannschaft ist die einheimische Spieler, die Südtiroler. Und sie haben Meisterschaftserfahrung, nicht nur in der EBL, aber auch in der Serie A. Und sie sind charakterlich gut, Leader-Typen, Sieger-Typen. Und ich denke, dass viele in großer Hinsicht müssen die Spieler kommen und nach den Einheimischen schauen, was die machen. Mhm. Die sind Jahr für Jahr traditionellerweise immer gespielt und gelernt zu gewinnen. Und das ist ein großer Punkt, was spricht für Bozen. Mit den gesamten Ausländern müssen wir schauen. Natürlich, wir haben einige Spieler verloren, sprich Giga Panche und Rick Schofield, die waren ein großer Teil des Kerns des Mannschafts. Aber vor 2 Jahren haben wir einige Spieler gefunden und das ist unsere Aufgabe, das nochmal von vorne zu machen und wir werden unser Bestes geben. Jetzt kennst du die Liga sehr gut, du kennst die Mannschaften sehr gut, die Gegner. Obwohl jetzt deine Mannschaft noch nicht wirklich steht, was erwartest du von dir, von deiner Mannschaft? Was ist das Ziel primär für dich nach dem Grunddurchgang? Well, erwarte ich, dass wir als Team auftreten. Und dass wir eine charakterliche, starke Truppe haben, die kämpfen und geben 100% jedem Spiel. Ziele. Da können wir auch später etwas genauer dazu sagen, aber in erster Linie hier am 9. 10. August wollen wir eine konkurrenzfähige Mannschaft bauen, der Respekt schafft. Und dann die nächste Etappe ist, hoffentlich können wir eine Ziel machen aus Playoffs. Aber das ist alles jetzt sehr früh gesprochen. Mhm. Und das müssen wir sehen. Und wir wollen eine konkurrenzfähige Mannschaft, wir wollen nicht den Kanonenfutter für die anderen. Und ich denke, das hat Bozen in den letzten 2 Jahren in der EBL schon bewiesen, dass sie in kurzer Zeit das machen können. Und das ist nochmal die Aufgabe von uns, das bevorsteht. Und wir werden unser Bestes geben. Abschließend die letzte Frage: Wen hast du auf der Rechnung? Wer ist für dich der Favorit zum Gewinn der Meisterschaft? Wer sind für dich die Top 3? Well, Top 3. Ich glaube natürlich, die Titelverteidiger Salzburg. Ich denke, dass die Vienna Capitals haben sich sehr gut verstärkt, was die fehlenden Mittel und was wir letzte Saison nicht unbedingt gehabt haben. Ich denke, dass Jimmy hat schon gesehen, was gefehlt hat und hat diese Lücke geschlossen relativ gut. So ich denke, dass Vienna wird oben drauf top stehen. Und die dritte Mannschaft, ich denke, das ist sehr offen. Also ich denke für mich Klagenfurt ist ein Geheimtipp auf den dritten Platz. Ich denke, dass die haben eine gute Truppe, gute Mannschaft und
Ja, das ist einfach nur so hier so allgemein gesprochen, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber you know, das ist alles Spaß und das Eishockey wird auf dem Eis gespielt und wird nicht hier in die Interviews gespielt. So, wir werden sehen, aber ich denke, you know, für mich die Fix Top 2 sind Salzburg und Vienna.